sind einfach die Texte weg. Das liegt wirklich dann am Druckprofil. Aber man sieht es jetzt Gott sei Dank hier schon. Wenn ich Entwurfsansicht gehe, sehe ich es aber nicht. Heute geht es ein bisschen um das Planlayout. Sozusagen, wir wollen einen Plan erstellen. Und jetzt als erstes, wenn ich jetzt hier in der Actionbar auf Planlayout gehen würde, dann wechseln wir von Teilbild in ein anderes Dokument, also in ein Plandokument. Und da gehe ich jetzt mal drauf und jetzt kommt als erstes diese Meldung. Ich finde es aber gut, dass da ein Hinweis dabei ist, denn hier geht es darum, dass alle Modelldaten in den Plänen oder aktualisiert werden. Und wenn ich jetzt da einmal draufklicke, dann passiert folgender Prozess. Ah, okay. Der hat schon alles bei mir aktualisiert. Ja, da müssen wir mal kurz was ändern. Ja, komm, jetzt ziehen wir die Eisen hier rüber. So, jetzt müsste bloß geändert sein. Ja, jetzt ist was durchgelaufen, war aber ganz wenig. Und wenn umso mehr Leute an einem Projekt arbeiten und umso mehr das Modell geändert wurde, umso länger dauert der Prozess durchzulaufen. Und das nervt ein bisschen. Deswegen war auch da ein Hinweis, wo man das ändern kann. Da geht es am besten auf die Optionen. Und dann war es bei Ansichten. Genau, bei Ansichten, da bin ich schon drin. Also hier, Ansichten. Ansichten und Schnitt nach Plan automatisch deaktivieren. Das kann man sich jetzt auch abspeichern zum Beispiel. Optionen. Und jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, Ansichten nicht Auto. So, gut, kenne ich mich aus. Und beim nächsten Mal könnt ihr zum Beispiel im anderen Projekt könnt ihr das laden. Browse und dann, ja. Gut, aber darum soll es jetzt gar nicht hauptsächlich gehen. Meldung unterdrücken, okay. Ach so, ich soll es mal deaktivieren. Wenn ich es mich deaktiviert, dann wird mir einfach danach ein Filling angezeigt. Ich mag es ein bisschen, also ich finde grau ist nicht ganz so auffällig. Machen wir mal irgendwie so ein Rot. Und dann vielleicht nur ein bisschen Sättigung rein. Also ein bisschen Pastell. Jetzt ist ein bisschen rosa, ne? Ja, ist halt so. Okay, machen wir es so. Fällt ein bisschen besser auf. So, aber jetzt sind wir im Planlayout. Als erstes müssen wir uns natürlich einen Plan erstellen. Wir haben hier alle Pläne. Aufpassen, wenn ihr Rechtsklick macht, könnt ihr alle Pläne anzeigen oder nur belegte Pläne. Wenn ich jetzt nicht nur die belegten Pläne aus, dann habt ihr einfach alle. Finde ich nicht so sinnvoll, deswegen diese Option drin lassen. Jetzt sind wir schon mit dem Hello All Plan Projekt und so könnt ihr die Struktur ausschauen. Ist alles jetzt gerade auf Englisch. Ja, wir haben hier zum Beispiel einen Upper Floor Wall 1-2 Plan. Ich mache einen Rechtsklick und kann jetzt Pläne zuordnen. Zum Beispiel, wenn ich in die Reinforcement, also in die Bewährung gehe, kann ich Pläne zuordnen. Jetzt weiß ich ja gar nicht, was ist denn der nächste freie Plan. Jetzt könnte ich entweder hier eine Nummer eingeben, in der Hoffnung, dass der frei ist. Geben wir mal die 1000 ein und schon erscheint der Plan 1000 hier. Oder wir geben wieder ein, Pläne zuordnen. Die 1001 bis 1010. Und jetzt haben wir 10 Pläne. Die entferne ich jetzt mal wieder. Rechtsklick, Plan, Inhalt löschen. Nein, Zuordnung lösen. Und jetzt sind die wieder raus. Anstattdessen empfehle ich bei Pläne zuordnen, auf die Auswahlliste zu gehen. Jetzt könnte es sein, dass ihr im Büro eine Vorschrift habt, dass zum Beispiel die 2000er sind für die Bewährung. Die Tausender sind für die Schallplanung und so weiter und so fort. Dann müsst ihr euch natürlich daran halten. Um einen Plan zu finden, nehmt ihr die Numlock-Tasten, also die Nummernblockzahlen, und gebt zum Beispiel die Nummer 1000 jetzt ein, oder ich in dem Fall bei Reinforcement 2000. Ich drücke also 2000 und komme sofort auf die 2000. Und jetzt kann ich mir einfach entweder den einzelnen Plan so rüberziehen oder ich nehme jetzt links Steuerung und klicke einzeln auf Pläne oder ich klicke auf den ersten Plan, den ich haben möchte und mit links Shift auf den letzten und habe dann gleich die ganze Litanei und kann auch die zuordnen. Okay?
So ordnet ihr die Pläne zu. Jetzt gehen wir in einen Plan rein. Also ich habe jetzt noch einen Unterschied. Ich sehe hier schon irgendwie so ein Plansymbol und hier ist es irgendwie leer. Das heißt, ich weiß jetzt genau, wo war schon mal jemand drin, wenn ich jetzt die 2000 einmal aktiviere und gehe jetzt wieder zurück in die Struktur. Das könnt ihr entweder mühselig hier oben klicken oder wenn ihr so faul seid wie ich, raus von jeder Funktion, also alles escapen und dann einfach einen Doppelklick irgendwo an einen leeren Platz und dann kommt ihr wieder zurück. So, jetzt haben wir einen Unterschied. Jetzt sehen wir hier, das ist der aktive Plan, weil der rot ist, alle anderen sind grau. Jetzt gehen wir in die 2020 rein, gehen nochmal zurück. Jetzt sehen wir hier, aha, hier war schon mal jemand drin. Der kann jetzt leer sein, muss aber nicht. Aber jetzt habe ich zumindest den Hinweis, hier war schon mal jemand in dem Dokument, das wurde angelegt und ist auch als Datei im Projekt jetzt zu finden. Ja, wo findet man das Ganze? Dazu gehe ich mal ins Allmenü, Allmenü 23 in meinem Fall. Und jetzt kann ich einfach auf Service Windows Explorer in meine Projekte schauen. Und ich suche mir jetzt Hello All Plan 23 Leistungsphase 5. Komm, wo sind wir denn? Und jetzt brauche ich eigentlich nichts anderes tun, als mal auf Änderungsdatum sortieren und dann sehe ich genau, aha, hier sind diese PB-Dateien. Und wir sind ja gerade im Planlayout 2020, sehen wir hier, und 2000 und 22. Und jetzt vergleichen wir mal. 2001 wurde das angelegt, schaut nicht so aus, weil wir noch nicht drin waren. Das heißt, die Planstruktur ist woanders. Ich will die jetzt gar nicht zeigen, weil das ist ein bisschen, da sollte man nicht rumspielen. Aber wir wissen zumindest, hier wird sozusagen die Datei angelegt und wenn die Datei angelegt wurde, dann erscheint auch hier das dementsprechende Symbol. Jetzt gehen wir in die 2000 mal rein. Wir erstellen unseren schönen Planrahmen. Ne? Bevor wir einen Planrahmen erstellen, erstmal ein schönes Format. Ich mache jetzt einfach mal DIN A0. Und wir können jetzt aber noch bearbeiten, ob DIN A0 passt. Zum Beispiel, wir könnten jetzt auch reduzieren um eine Falte oder reduzieren um eine halbe Falte. Wir können natürlich wieder Allplan rechnen lassen. 190 ist eine Planfalte. Jetzt sagt ihr, nee, 21 cm. Nee, das stimmt nicht. Hier geben wir dasselbe ein. Moment. Ich erkläre es gleich, warum. Minus 190 geteilt durch 2. Und jetzt können wir das Ganze absetzen. Beschrifte das mit meinem Plankopf. YouTube Main, super, wunderbar. Und beschrifte das Ganze nochmal mit meinem Schallplan YouTube. Also es ist nicht mein offizieller Plankopf. So, jetzt habe ich das. Und jetzt sehe ich, Mist, jetzt ist die Überschrift ja falsch, an der falschen Position. Sage ich Entwurfsansicht, verschieben, das hier von dem Punkt zu dem Punkt und schon passt mein Plankopf wieder von der Überschrift. So, aber warum jetzt 19 cm anstatt, oder in meinem Fall waren es ja 8,5. Nee, bin ich doof, 9,5. Das ist sozusagen 19 cm. Wir können das prüfen, indem dass wir messen von hier nach hier. Das sind 19 cm. Das heißt, das ist eine Planfaltung, die wollen wir einmal reduzieren oder vergrößern und nicht die 21. Egal. Ja, jetzt wollen wir unseren Plan endlich füllen. Wie funktioniert das? Wir gehen auf Planelement und mit Planelement droppt dann diese Palette auf. Und die ist ziemlich wichtig. Hier können wir jetzt zum Beispiel auch Sachen abspeichern oder laden wieder, wie immer, Diskette und Ordner. Und wir könnten jetzt zum Beispiel ein Teilbild hier auswählen, indem wir das hier draufklicken und jetzt ein Teilbild hervorholen. Macht wenig Sinn, weil meistens muss man mehrere Teilbilder übereinander lagern. Dann geht man hier auf diese Bauwerkstruktur. In der Bauwerkstruktur, ich klappe erstmal alles mit Minus zusammen, weil sonst kenne ich mich eh nicht aus. Wir haben jetzt hier oben noch drei Strukturfelder. Einmal die Zeichenstruktur. Einmal die Bauwerkstruktur, also die linke Seite unserer Bauwerkstruktur. Da, wo das Modell steht, da, wo auch die Ebenen dem Modell zugewiesen werden. Und einmal die Bauwerkstrukturableitung, die rechte Seite. Da ist jetzt hier noch gar nichts drin, außer die Views. Okay.
Deswegen gehe ich jetzt zum Beispiel auf die linke Seite Bauwerkstruktur und ich nehme jetzt einfach auch, was bewerben wir denn gerade? Was haben wir hier? Foundation, Floor, Slab. Und jetzt könnte ich dazu noch Floor, Slab, Basement, Foundation, Surroundings, Brei nicht. Könnte ich jetzt einfach mal absetzen. Mal schauen, was passiert. Jetzt habe ich ja schon so ein Kästchen im Vorschau-Modus. Da weiß ich, okay, so groß wird es insgesamt werden. Jetzt habe ich natürlich noch die Möglichkeit, zum Beispiel hier den Maßstab auszuwählen. Ja, die meisten Grundrissansichten sind im Maßstab 1 zu 50. Viele sind dann in den Schnittbereichen Maßstab 1 zu 25. Das wähle ich jetzt einfach mal aus. Jetzt sehe ich den Schriftfaktor, der wird automatisch generiert, je nachdem, was im Plan oder im aktiven Teilbild ausgewählt wurde. Und er rechnet das dann gleich automatisch aus, dass ich weiß, okay, jetzt wird es doppelt so groß und so weiter und so fort. Ich könnte auch einen Drehwinkel eingeben und eine Schriftrichtung. Meistens reicht es aus, wenn wir hier unsere Teilbilder auswählen, Maßstab, Schriftfaktor. Und wenn man noch mit Drucksatz und Zeichnungstyp arbeitet, dann wunderbar. Dann könnte ich jetzt hier noch rumspielen. Warum ist denn das Druckset deaktiviert? Wahrscheinlich gibt es hier gar keins. Zeichnungstyp. Wall Section Reinforcement Drawing. Das macht Sinn, ne? Und beim Druckset. Ja, dann machen wir halt alle sichtbaren Layer erstmal an. Okay. Einmal absetzen. Ja, und was haben wir jetzt? Jetzt haben wir lauter Planelemente. Wenn ich das jetzt verschiebe, sieht man, dass die nicht miteinander verknüpft sind. Das ist natürlich manchmal blöd, weil vielleicht ist das hier also das ist mein Originalmodell und ich möchte das aber mit daher drauf haben. Du hast meistens mehrere Teilbilder, die du miteinander verknüpfen willst. Ich mache wieder Steuerung Z, dass ich rückgängig mache und verknüpfe jetzt diese zwei Teilbildbereiche. Aber zuvor zeige ich noch, was ich denn jetzt habe, wenn ich einen Doppelklick auf ein Planelement mache. Wenn ich jetzt einen Doppelklick drauf mache, dann sehe ich erstmal, was der Maßstab ist, Winkel, Schriftfaktor und so weiter und so fort, was wir alles gesehen haben. Wir können einen Stift überdimensionieren. Egal. Es ist mir eigentlich egal, wenn diese Palette für mich angezeigt wird, ist für mich selber, für mein Workflow, ist es dann falsch. Weil ich mache immer Planfenster. Das ist für mich Pflicht. Planfenster können wir hier erstellen. Und jetzt könnte ich also nehmt einfach das hier. Einfach von bereits abgesetzten Planelementen. Wir haben hier zwei Planelemente abgesetzt, aber ich weiß nicht, vielleicht sind es auch 5 oder 100. Deswegen mache ich einen grünen Rahmen über meine Planfenster. Und jetzt kann ich einfach auswählen, wie groß das Planfenster werden muss. Aufpassen, ich habe hier die Flächensuche aktiv. Das will ich nicht. Und jetzt könnte ich zum Beispiel das Planfenster beginnen, indem dass ich zum Beispiel hier klicke. Bis hier, zum Beispiel jetzt einfach mal Escape und verschiebe mir das hier hoch. Denke, oh Mist, das brauche ich im Maßstab 1 zu 50. Jetzt mache ich einen Doppelklick hier drauf und sehe, aha, ich habe vier Teilbilder, Schriftfaktor 2 und der Maßstab ist 1 zu 25. Jetzt kann ich den Maßstab einfach abändern. Und dann sagt mir Alban, hey, das musst du für alle Planfenster machen, für alle Teilbilder. Dann sage ich, okay. Und jetzt sieht man, auf einmal wurde alles verkleinert. Ich schiebe das nochmal raus. Aber jetzt sage ich, ja, jetzt ist aber mein Planfenster zu groß. Ich will nicht hier starten, sondern ich möchte es hier kleiner haben. Gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder mit dem guten alten Punkt modifizieren. Punkt Mode. Rechtsklick, die Ecke. Oder gleich beide Ecken markieren. Und dann könnte ich das Ganze jetzt hier runterziehen. Oder ich escape wieder, ich klicke immer, na Moment, ich mache Planfenster modifizieren, Planfenster Polygon neu eingeben. Dann klicke ich mein Planfenster an. Das sind die zwei Befehle, wo ich brauche. Die anderen ignoriere ich einfach komplett weg. Aufpassen, dass die Suche nicht aktiv ist. Und jetzt mache ich mein Planfenster so groß, wie ich es brauche. Das heißt, ich komme mit Planelement. Planfenster und Planfenster modifizieren, also bei Planfenster mit von bereits abgesetzten Planelementen und Planfenster modifizieren mit Planfenster Polygon neu eingeben, komplett klar. Mehr brauche ich nicht. Jetzt kann ich das Ganze zum Beispiel jetzt hier wieder rein verschieben. Das Gute an Allplan ist, ich kann halt jederzeit meine Planfenster korrigieren, anpassen
Da wollen wir das B wegkommen. Und jetzt schiebe ich mir auf den Plan das so drauf, wie es am besten passt. Ich kann jetzt hier wieder reingehen und sagen, okay, ich brauche jetzt noch ein Planelement von der Ableitungsseite dazu, zum Beispiel dieses Drawing-Fenster. Wenn wir jetzt hier schauen, wir haben vorhin gesehen, wir konnten es nur von der linken Seite machen. Jetzt kopiere ich mir aber eines dieser Teilbilder und tausche es aus. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, auch auf die Ableitungsseite zu gehen. Ableitung, Bauwerkstruktur. Jetzt wähle ich mir die Views aus. Jetzt sind auch die Hallöchen. Ich brauche ein richtiges Teilbild. Moment, ich switch schnell zurück. Wir legen uns einfach irgendwas an. Auf der rechten Seite hier bei den Views. Aha, da ist gar nichts drin. Schnitt einfügen und jetzt machen wir hier ein Teilbild zuordnen. Gehen auf die Auswahlliste schon mal, was frei ist. Die 5. In der 5 gehen wir mal rein und da schreiben wir jetzt einfach irgendwas. Moment, hier. Bewährungsplan. Bisschen groß mit 55, machen wir mal 7. Super. Ich gehe wieder zurück in den Planlayout. Also ich mache wieder einen Doppelklick hier drauf. Ne, hier waren wir. Jetzt haben wir kopiert. Austauschen. Rechte Seite, Sections, Schnitt 5. Okay. Und jetzt haben wir das Teilbild, das wo nicht benannt wurde, auch noch mit aufgenommen. Und wenn ich jetzt hier wieder das vom bereits abgesetzten Plan, das Planelement. Es wurden keine Planelemente aktiviert. Doch. Ja, jetzt erscheint es. Ich mache es mal wieder ganz groß. Verschiebt das Ganze. Wo ist es unser Text? Ach komm, jetzt finde ich natürlich nicht auf die Schnelle. Wie dumm von mir. Aber es könnte ja natürlich auch sein, dass ich ein Layer aktiviert hatte. Oh, da muss man nur aufpassen. Natürlich. Layer. Ja, keine Ahnung, was das für ein Layer wieder ist. Ich hole mir den roten Stift und sage, er setzt den auf den, Layer Standard. Gut. Dann machen wir doch den Text größer, dass ich den wieder finde. Und in Rot am besten. Komm, jetzt machen wir da. Jetzt brechen wir auf 50. Gehen wir in den Planlayout zurück. Und jetzt sieht man es auch hier: Bewährungsplan habe ich auch die rechte Seite hinzugefügt. Ja, ich kann natürlich das Ganze auch wieder löschen, entfernen oder den Schriftfaktor ändern. Machen wir mal 0,5. Und jetzt sehen wir, dass von diesem einen Teilbild der Bewährungsplan, die Schrift, verkleinert wurde. Ja, ich mache wieder Punktmode und könnte jetzt zum Beispiel in den nächsten Bereich gehen und sagen, okay, ich will diesen Grundriss ablegen in dem und dem Maßstab. Ziehen wir den entweder auf einen Plan mit drauf noch, zusätzlich hier, da haben wir noch Platz, aber der Rest zum Beispiel nicht und dann kann ich das auf zwei Pläne aufteilen. Habe ein Teilbild verwendet, kann aber meine Bewährungs- und Schallplanung auf zwei Pläne aufteilen. Das ist sehr sinnig, sage ich jetzt mal. Genau, und so kann das Ganze überarbeitet werden. Jetzt haben wir noch den Entwurfsmodus, das heißt, wir sehen immer diesen Rahmen vom Planfenster, das kann man aber auch deaktivieren, ich möchte es aber trotzdem haben, weil wenn ich in die Druckansicht gehe, dann verschwindet das Ganze, dann sehe ich, wie es wirklich ausschauen würde. Ja, und dann kann man das Ganze natürlich auch exportieren. Gehen wir hier drauf und das Ganze als PDF-Daten exportieren. Hier wählst du den Namen aus, pass auf, den ändern wir schon ab. YouTube Plan PDF-Daten exportieren. YouTube Plan. Und jetzt wird mir hier mein Verzeichnis vorgeschlagen und der Plan würde dann YouTube Plan unterstrich 2000 heißen. Die meisten haben einen Plancode und da steckt die Plannummer schon drin. Und das wird mir jetzt einfach hier angeheftet, die unterstrich 2000, wenn ich das nicht haben möchte. Gehe ich in die Optionen. Oh, jetzt muss ich schauen, wo das drin ist. Planlayout wahrscheinlich. Naja, wahrscheinlich irgendwo mit Export. Import, Export. Schauen wir auf Import, Export. Ja, hier. Zieldatennamen. Ich möchte nur den Teilbildnamen haben und nicht die Nummer.
Okay. Und wenn ich jetzt das Ganze exportiere, die 2000 YouTube Plan, jetzt sieht man den Unterstrich 2000 ist deaktiviert. 300 dpi ist eine gute Auflösung. Das ist jetzt sozusagen, so reicht mir das komplett aus. Ich könnte jetzt hier natürlich noch den anderen Pfad wählen. Ich kann das Ganze hier abspeichern, dass auch beim nächsten Mal wieder der Kollege dieselbe Einstellung hat und so weiter und so fort. Und dann sage ich okay. Und schon wurde die PDF exportiert. Man kann auch die PDF gleich nach dem Exportieren vom jeweiligen oder zugeordneten Programm anzeigen lassen. Das mache ich jetzt einmal. PDF exportieren. Mache jetzt einmal vom nächsten Mal von Floor Slab Reinforcement, weil ich kann mich jetzt auch mehrere Pläne gleichzeitig exportieren lassen. Und die Datei mit der verknüpften Applikation öffnen. Jetzt habe ich natürlich mehrere Pläne ausgewählt, jetzt dauert es ein bisschen länger. Aber dann kann ich nochmal prüfen, wie schaut der Plan eigentlich aus? Sind alle Überschriften drauf? In der PDF, ich weiß nicht, da hat man eine andere Sicht als in der Planzusammenstellung, weil manchmal ist vom Drucker her irgendetwas geändert. Da kommen jetzt auf dem anderen Bildschirm meine Pläne. Denn wir müssen aufpassen, wenn Druckereinstellungen anders eingestellt worden sind, dann wirken sie sich auf die PDF aus, also auf den Export. Warum? Weil ich kann den Drucker mich einfach sagen, ja, druck doch bloß schwarz-weiß und dann wird die PDF, die hat da Zugriff auf den Drucker-Einstellung und dann wird das Ganze schwarz-weiß. Also hier nochmal prüfen, ob auch alles drauf ist. Ich zeige das am besten. Einen Plan müssen wir anscheinend noch. Gut. Ich schließe das Ganze. Ich gehe mal auf Pläne ausgeben. Hoffentlich stelle ich das auch wieder zurück. Jetzt habe ich hier lauter Einstellungen und Druckprofile. Gehen wir drauf. Da kann ich jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte in Schwarz drucken. Oder ich könnte hier irgendwas einstellen, dass irgendwelche Linien andere Linien ersetzen. Also dass 25 nicht 25 ist, sondern 1,4 und so weiter und so fort. Das kann man hier einstellen. Ich kann die Farben sagen, welche Farbe ist denn was. Könnte jetzt sagen, nee, rot bleibt rot, aber alle anderen Farben bleiben schwarz. Gut, ich schließe das jetzt und jetzt werde ich diesen Plan nochmal exportieren als PDF. Yep, 2000. Mit Applikation öffnen, YouTube-Plan, ja, ersetzen. Ich habe mir ja schon abgespeichert. Und jetzt schauen wir mal, was dann passiert. Jetzt ist das meiste, haben wir den Vergleich da? Ne, er hat alles korrekt exportiert. Ja, dann freuen wir uns doch, okay, aber eigentlich ist es nicht so. Müssen wir mal nachschauen. Haben wir das nicht gespeichert? Das müssen wir mal nachschauen, weil eigentlich ist es dann so. Ach, weil es ein Druckprofil ist. Wenn wir hier was ändern, ist es so. Genau, wenn sie hier was ändert, das kann sie auswirken auf den Export. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Quatsch erzählt. Ah, hier. Pass mal auf, jetzt wenn ich Text und Mauslinie zum Beispiel rausschmeiße. Okay, mal. Schließe. Jetzt probieren wir es mal aus. Jetzt sind einfach die Texte weg. Das liegt wirklich dann am Druckprofil. Aber man sieht es jetzt Gott sei Dank hier schon. Wenn ich Entwurfsansicht gehe, sehe ich es aber nicht. Gefährlich, oder? Also, Entwurfsansicht und Druckansicht sind immer so zwei Geschichten. Also man muss auch wissen, dass der Drucker sich auswirkt auf den PDF-Export. Ah, Gott sei Dank habe ich das noch gefunden. Sonst hättet ihr jetzt über mich gelacht. Gut. Ja, ansonsten, so ist es. So könnt ihr Pläne ausgeben und erstellen. Ich hoffe, euch hat es weitergebracht. Auf der linken Seite seht ihr jetzt wahrscheinlich irgendeine coole Playlist. Höchstwahrscheinlich von meinen Einbauteilgeneratoren,
die ihr natürlich auf www.suparts.de erwerben könnt. In der Beschreibung ist dazu ein Link. Da unten wird wahrscheinlich das neueste Video erscheinen. Da klickt ihr auf jeden Fall mal drauf. Das ist ein super Video. Wahrscheinlich das Beste, das ich jemals erstellt habe. Und hier unten irgendwo könnt ihr wahrscheinlich den Kanal abonnieren. Das macht ihr natürlich. Und da ihr jetzt gerade dabei seid, klickt ihr noch auf Liken. Und wenn ihr den Kanal abonniert, müsst ihr auch die Glocke, da ist so ein kleines Glockensymbol, da klickt ihr drauf, dass ihr immer über die neuesten Videos von mir eine Nachricht bekommt. Und dann könnt ihr zum Alpland Champion werden. Bis zum nächsten Mal, euer Peter. Servus, ciao, ciao.